gehen danach ins Pokémon Center. Weil. Obwohl, nee. Oder? Musste man ihn da oben nicht weglocken sogar? Schwarzkot Eugen. Ja, wieder Kampf-Pokémon, ist ein bisschen doof. Was hast du für Attacken drauf? Du hast Toxinstärke Schaufler Durchbruch. Bringt uns gerade nicht so viel weiter, dann setzen wir mal wieder Lavados ein. Gut, ist Siska. Siska. Überwurf. Au. Dieser Schaden. Mein Gott. Ja. Das sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Sehr schön. Gucken, ob wir noch ein Level rausholen können für... Obwohl, nee, komm. Das Macholo machen wir eben so. Vielleicht kommt dann noch ein Machok oder so. Irgendwas Stärkeres. Was mehr Erfahrungspunkte gibt. Das würde uns schon ziemlich weiterhelfen. Ein Volltreffer. Boah, armes Macholo. Und noch ein Machok. Ja gut, die Erfahrungspunkte, die lohnen sich dann wieder aufzuteilen. Ja. Dann auf dat. Dat. Wobei der auch schon ziemlich viel Erfahrung braucht inzwischen, ne? Ist schon krass. Okay, dann wieder auf Siska wechseln und... Ja. Tja. Geowurf. Ja, Flammenwurf sollte regeln. Und dann erstmal auf ins Pokémon Center. Kommen wir dann schon zum Arena-Leiter hin? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Jo, gut. Eugen oder Eugene oder wie auch immer. Eugene. Wie auch immer du ausgesprochen wirst. Man weiß es natürlich nicht. So, gehen wir einmal hier lang. Und ins Pokémon Center. Na. Komm schon. Oh, die Musik in Valtania City ist so schön. So schön. Hallo, alle zusammen. Na, wie geht's euch? Na, hallo. Ja, ganz toll. Ganz prima. Super duper. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. So, würde ich sagen, ab zur Arena erneut. Jetzt wirkt der Schutz nicht mehr. Nice. Und dann... Mal gucken, ob wir schon zum Leiter kommen. Das ist natürlich eine Überraschung, wer der Leiter ist. Niemand weiß es. Niemand weiß es. So, er geht tatsächlich nicht wieder weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Okay, dann können wir jetzt aber so rumgehen. Das ist ja kein Problem für uns. So, einmal hier lang, hier lang, hier. Wunderbar. Guck mal, da haben wir auch schon den Leiter. Und wer könnte das nur sein? Ich weiß es nicht. Jetzt mal Chichik zuerst ein. Und ja, das auf keinen Fall. Nidoking könnten wir im Notfall auch einsetzen. Siska ebenso. Lucky und Chichik sollten es aber reißen können, hoffentlich. Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen, aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Okay. Das ist Giovanni, also mal wieder. Mit Rehorn. Level 45. Wir sind ein bisschen unterlevelt. Ein bisschen, ein Zacken. Ich möchte sagen, ein Tick. Aber das kriegen wir hin. Totok dürfte ja auf einem angemessenen Level sein. Noch ein Rehorn, okay. Level 50. Jetzt wird es schon ein bisschen eng, glaube ich. Es reicht. Sehr schön. Gut. Doppelt sehr effektiv, kaum eine Spezialverteidigung. Das passt. Nidoqueen. Jetzt wird's tricky. Wir wechseln jetzt auf Turtok. Denn Nidoqueen haben wir eben schon nicht one-hitten können mit Lapras. Da war es auf einem niedrigeren Level als jetzt, denke ich. Nidoqueen auf der 44. Wir können jetzt mit Aquahaubitz aber dann müssen wir eine Runde aussetzen. Wir heben uns das mal auf. Surfer dürfte schon mächtigen Schaden anrichten. Ja, Volltreffer auch noch. Sehr schön. Nidoqueen ist down.
Victory. Das sollten wir schaffen mit Totok, kein Problem. Surfer. Er hat sein Kangama nicht mehr. Das ist aber ein bisschen traurig. Oder hat er jetzt noch Kangama? Der Nidoking kommt jetzt noch. Sein letztes Pokémon. Wir wechseln natürlich nicht. Er hat 45 Nidoking. Und mit Aqua Haubitze beenden wir das Ganze. Es geht daneben. Schön. Freue ich mich. Autsch. Oh. Fuck it. Geht aber noch. Jetzt aber. Gute Nacht, Nidoking. Ja. Ha. Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte diesen Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Danke. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis seines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm bitte dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. TM26 dürfte Erdbeben sein. TM26 ist Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. War? Okay. Erdbeben ist super nice. Und ganz ehrlich, ich würde es am liebsten, ich werde es halt direkt einfach Nidoking beibringen, weil Schaufler ist zwar schön und gut. Ja, es macht einfach am meisten Sinn bei Nidoking. Schaufler ist schön und gut, aber Erdbeben ist einfach viel mächtiger. Das Ding ist jetzt einfach, Schaufler war sehr praktisch. Bei Flucht aus Höhlen und so. Ach, scheiß drauf. Stärke 90 gegen Stärke 150 ausgetauscht. Da mache ich mit. Sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Attacke ist das. Und es war echt keine Herausforderung. Es war keine Herausforderung. Es war krass. Wir waren jetzt nicht krass überlevelt oder so. Es war einfach nur der reine Typenvorteil. Sehr, sehr cool. Freue mich. Ich freue mich sehr. Jetzt machen wir uns auf zur Siegesstraße. Liebe Freunde, es ist soweit. Glaube ich. Aber vorher haben wir noch ein Duell gegen unseren Rivalen, glaube ich, oder? Oder ist es erst am Ende von der Siegesstraße? Ich bin mir gar nicht so sicher. Du! Hab keinen Zerschneider, tut mir leid. Gehen wir jetzt einfach direkt hin. Zack. Da ist er doch. Was? Blocky? Was für eine Überraschung. Ne, warte mal, der hat eine Dörfstimme gehabt, ne? Was? Blocky? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Blocky, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht, Alter. Also schon, aber dass er so stark ist. Ich habe jetzt so abgewunken, so ein bisschen, ja, Rivale. Pff. Aber wo ich ihn gesehen habe, kam mir so in den Sinn, oh oh, Alter, oh oh. Flügelschlag macht ziemlich Aua. Eisstrahl dürfte aber mehr Aua machen. Oh, das macht schon ein bisschen wie Aua Bubu, ne? So ein bisschen macht schon Aua Bubu. Ja, ja. Ich weiß. Alter, also sein Garados auf Doom dabei, nehme ich an. Komischer Ruf. Rihorn. Warum setzen die alle Rihorn gegen Lapras ein? Was ist das für ein Scheiß? Nur weil Stein effektiv ist? Aber das bringt doch gar nichts. Es hat einfach mal Doppelschwäche. Komische KI. Naja, soll mich nicht weiter stören. So kriegen wir die Viecher natürlich down. Bisaflor. Auch dagegen haben wir jetzt was in der Hand. Gott sei Dank, ich habe gerade überlegt. Oh, Bisaflor wird heftig. Aber nee, könnte passen. Hallo, Bisaflor. Flammenwurf. Haben wir Feuersturm eigentlich? Wir haben Feuersturm. Wir könnten das noch Seska beibringen. Easy peasy, Alter.
Ja, Feuersturm hätte es nicht überlebt, siehst du? Wachstum macht es, na gut. Es wird wahrscheinlich geheilt werden, ne? Nee. Okay. Eichel, was los? Auf Level 53 gewesen. Alter, er ist viel, viel besser trainiert als wir. Garados. Oh. Oh, Level 39 erst, Alter. Oh, also ich weiß nicht. Am liebsten wäre es mir ja schon fast, G-Chicks einzusetzen dagegen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Weil das ist... Oh, Alter, ich weiß nicht. Wenn das viel Hydro-Pumpe oder so kann und dann... Oh, ich weiß nicht, Alter. Ja gut, Angriff soll mir relativ sein. Oder wollen wir es erst heilen? Regentanz. Okay. Komm schon, zieh über die Hälfte ab. Okay. Es hat viel Aua gemacht. Es regnet weiter. Sollten wir heilen? Sicherheitshalber vielleicht. Oder einfach angreifen. Nicht, dass wir dann in einem Kreislauf drin stecken. Hydropumpe. Geht daneben. Oh, what the fuck? What the luck? Nice. Das war's auch mit Garados. Jetzt hat er noch Arcani. Kann das sein? Hey, Bodyguard, komm. Nö, 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 lass mal. Wollen wir nicht. Und immer noch Fukano, okay. Dann hat er erst Arcani als Champ dann. Okay, soll mir recht sein. Oh, wir hätten mal Erdbeben ausprobieren können. Schade. Naja, egal. Ach, er hat dann noch eins. Was hat denn er noch? Hä? Was hat er noch? Ich bin verwirrt. Aber gut zu wissen, dass wir gegen alles was in der Hand haben, ne? Gegen alles. Also gegen die Gegner, die wir noch kämpfen müssen. Denke ich. Simsala. Oh. Hm. Haben wir noch Biss? Ja. Dann machen wir mit Turtok einfach weiter. Ich wollte jetzt eigentlich super gerne Nidoking einsetzen mit Erdbeben. Das Ding ist einfach. Dass wenn der eine Psychokinese raushaut. Haben wir echt Arschkarte. Turtok steckt weg, halbwegs okay. Okay. Sehr schön. Haben wir das? Was? Ich war zu unvorsichtig. Nein, das war die Opa-Spinne. Mann! Was? Ich war zu unvorsichtig. Scheiße. Oh. Ich hab mir gerade in die Hose gemacht. Es war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Und Blocky, auch wenn du gewonnen hast. Du musst mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. So eine coole Abgangsmusik. Ich will das auch. Kommt da nochmal ein Pokémon-Center vor der Dings? Nee, ne? Nee. Warum auch? Einmal Fahrrad kommen. Wunderschön. Wunderschön einfach nur. Wir haben einen Arena-Leiter geklatscht, wir haben Eichel geklatscht, wir haben eine Arktos geklatscht. Mensch, was für eine erfolgreiche Aufnahmesession, das alles bisher ohne Verluste. Klopf, 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 Alter, auf Holz. Ja, ja. Läuft doch. Und jetzt können wir endlich in Richtung Siegestraße. Warte mal, was haben die hier im Markt für Angebote? Angebote. Kaufen. Immer noch die alten Angebote. Das ist ein bisschen schade. In den neueren Generationen ist ja so, dass jeder Markt sein Sortiment erweitert. Hier war das anscheinend noch nicht der Fall. Schade. Naja. Okay.
Dann auf. Oh, ein wildes Pokémon. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht, Radfratzi. Was ist denn los mit dir? Und hier runter. Na klar. Mann. Vor allem diese brutalen Radfratzis. Alter, was ist los mit dir? Geh weg. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weitergehen. Danke. Die Mucke ist geil. Wie geil die Mucke ist. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, setze deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setze deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Oh, du trägst den Farborden. Dann setze deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden hast. Wunderbar. Du trägst den Seelenorden. Setze deinen Weg fort. Eine Insel mit zwei Bergen. Nee, da wollte ich nicht hin. Warte mal. So. Ja, fail. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden hast. Ach, wunderbar. Du trägst den Sumpforden. Setze deinen Weg fort. Ja, hier gibt es auch hohes Gras. Wir könnten hier ein Pokémon fangen. Mankey. Haben wir bereits. Level 32 einfach. Okay. Können wir machen. Dann flüchten wir mal. Ganz spontan so. Da fängt die epische Musik wieder von vorne an. Ist ganz nice. Du darfst nur passieren, wenn du den Vulkanorden hast. Wunderbar. Du trägst den Vulkanorden. Setze deinen Weg fort. Ich liebe die Musik gerade. Ich möchte gar nichts sagen. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden hast. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Dann setze deinen Weg fort. Die Siegestraße. Okay. Da sind wir. Jetzt wieder die Standard-Höhlenmusik. Schade eigentlich. Hätte mir eine epische Höhlenmusik erhofft, aber natürlich nicht. Warum auch? Könnte sein, dass wir trotzdem auf wilde Pokémon treffen, weil die hier alle recht stark sind. So, wir gehen mal in diese Richtung. Da ist ein Knopf. Achso, da muss man den Stein drauf schieben. Verdammt. Da. Und das ist dann auch unser Routen-Pokémon, ne? Ja, vielleicht mal Eisstrahl draufzimmern. Oh, es ist gestorben. Wie schade. Na gut. Daran merkt man aber auch, selbst die wilden Pokémon sind schon auf dem Level wie wir. Es wird nicht leichter hier drin. So, das Level sollten wir allerdings nicht mehr toppen. Okay. Ja, ja. Ich muss echt bis da runter schieben jetzt. Ist ja ätzend. Ah, ätzend. Ja, ja, komm, komm. Und schon ist nichts mehr im Wege. Ein Traum. Ein Trainer. Das ist nicht so ein Traum. So, wie regeln wir das hier? Hä? Kommen wir da oben an das Item ran? Müssen wir zweimal hier lang, ne? Welches hole ich mir davon jetzt? Gar keins. Ich will nicht zweimal hierher müssen. Das ist doch scheiße. Drachenklaue. Das kann doch bestimmt keiner lernen bei uns, ne? Drachenklaue. Als ob das jemand lernen könnte. Wäre natürlich auch nochmal so eine Sache gegen
Lizard ist auch so eine Sache. Gegen, die verschiedenen Drachen-Pokémon nachher. Das kann es lernen. Okay, wir heben uns das nochmal auf. Behalten das im Hinterköpfchen. Dass er das kann. Und gehen weiter Richtung Astrainer. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Naja, wir sind beide in der Siegelstraße, ne? Also haben wir beide sicherlich nicht ganz schwache Pokémon bei uns. Alter, 5 Stück? Ernsthaft? Ich habe auch nur 5 Kampffähige dabei. Snobilikat, naja. Dann versuchen wir das mal so zu regeln mit Surfer. Das reicht, war auch ein Volltreffer. Easy going. Habe ich genau gewusst, Alter. Kein Problem. Bonita! Ja, dann müssen wir... Ja, wir sollten noch Lapras auch trainieren. Oder wir setzen einfach mal jetzt... Ja, wir setzen jetzt einfach mal Nidoking ein. Ja, ist gut. Das braucht nämlich auch noch ganz viel Training. Vor der Liga. Und Ponita gibt gut Erfahrungspunkte. Bodycheck, ouch. Ouch. Aber Erdbeben macht mehr ouch. Oh ja. Yeah. Ciao. Und Vulpix, ne? Da bleiben wir doch direkt. Da bleiben wir doch direkt bei Nidoking, alles gut. Kein Problem. Und ciao. Oh, armes Vulpix. Ich mag dich. Ciao. Und Galoppa. Oh, Alter. Okay, das kann jetzt strange werden. Galoppa ist natürlich mächtig. Erstmal Heuler natürlich. Schade. Böses Ding, Nidoking. Böses Ding. Und Level 38. Ja, läuft. Es läuft. Und Volnona. Oh, das sollten wir eigentlich auch packen, oder? Das sollten wir eigentlich auch packen. Na, tolle Wurst. Wir sollten das vielleicht jemand anders machen lassen. Oh Mann. Außer es wird wieder ein Volltreffer, ja? Nein, okay. Ja, Verbrennung schadet. Na gut. Dann vielleicht doch eher Turtok. Weil wegen Feuer und so möchte ich Lapras jetzt gerade nicht einsetzen. Ist ein bisschen riskant denn, ne? Feuerwirbel nur. Geht ja noch. So, wir sind in einem Strudel gefangen. Wow. Aquahaubitze. Surfer reicht aber, denke ich. Also, dürfte auf jeden Fall schon böse Aua machen. Und da es schon geschwächt war, reicht es. Sehr, sehr gut. So. Ich bin raus. Okay. Hau rein. Dann werden wir jetzt nochmal eben gerade einen Hyperheiler zur Hand nehmen. Und mal die Verbrennung wegmachen. Ja. Und dann nochmal ein Tafelwässerchen zur Hand nehmen. In die Schnauze kippen. Ja. Soweit so gut, ne?